versuche Job Nachmittag. Okay. So wie dieser Lehrerin aus der Ukraine geht es Tausenden in Wien. Sie suchen einen Job, weil nicht klar ist, wann sie wieder in ihre Heimat zurück können. After 24th of February, I don't like the word plan. Seit dem 24. Februar mache ich keine Pläne mehr. Ich hatte so viele Pläne mit meiner Familie, mit den drei Kindern. Jetzt mache ich keine Pläne mehr. Niemand weiß, was in dieser Welt als nächstes passiert. Seine Kinder gehen mittlerweile in Wien zur Schule. Er und seine Frau besuchen Deutschkurse. Für manche von den über den Tag verteilt 150 TeilnehmerInnen dieser Informations- und Jobkampagne geht es darum, schnell eine Beschäftigung zu finden. Nach allgemeinen Informationen geht es zu der Vermittlung der offenen Stellen. Also dann haben wir viele Qualifizierten werden, das ist kein Problem. Also je nachdem, deswegen frage ich, was dich eher interessiert. Ja. Die Qualifikationen der Interessierten sind völlig unterschiedlich. Von den mittlerweile 80.000 geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern in ganz Österreich hat rund ein Drittel einen akademischen Abschluss, etwa 20% eine höhere Ausbildung oder eine Lehre abgeschlossen. Wie Integrationsministerin Susanne Raab von der ÖVP bei ihrem Besuch der Veranstaltung erklärt, nicht jeder oder jede wird bei der Post sofort einen Arbeitsplatz finden. Ich bin nicht bereit, jeden Job zu machen. Ich will etwas, das zu mir passt. Ich hatte eine gute Ausbildung in der Ukraine und war auf einer internationalen Uni. Ich habe gute berufliche Erfahrungen gesammelt als Leiterin eines Museums und im Bereich der Geschäftsführung. Der heutige Termin war ein erster sichtlich gut besuchter Versuch, Unternehmen und Jobsuchende direkt zusammenzubringen. Weitere sollen noch folgen, nicht nur in Wien, sondern möglicherweise